Und damit herzlich willkommen zu Brisant an diesem Freitag. Große Aufregung heute am Kurfürstendamm in Berlin. Bereits zum dritten Mal innerhalb von relativ kurzer Zeit wurde ein Geldtransporter überfallen. Vor einer Bank sind zwei Wachleute dann auch verletzt worden. Ja, und die Täter, die sind noch auf der Flucht. Wildschweine, die eine ganze Stadt terrorisieren. Gleich in der Sendung reden wir auch darüber. Zu unserem nächsten Thema. Ein Mann bedroht in einer Gartenhütte. Vier Polizisten mit einer täuschend echt aussehenden Schreckschusspistole. Er nimmt ihnen dann ihre Dienstwaffen ab und verschwindet damit im Schwarzwald tagelang. Ja, was folgte, war ein großer Einsatz der Polizei, wie ihn der Schwarzwald so noch nicht gesehen hat. Und damals weiß zunächst auch niemand, wie gefährlich der Mann eigentlich ist, der schnell als Waldläufer von Oppenau bekannt wird und der in einer Hütte ein ganzes Arsenal an Waffen hortete. Jetzt ist ein Urteil gegen ihn gefallen. Ja, solchen Tieren hier, Wildschweinen, will man wirklich nicht begegnen, oder? Schon gar nicht mitten in der Stadt. Aber in Greifswald etwa ist die Chance, Wildschweine anzutreffen, in diesen Tagen gar nicht so gering. Sie scheinen sich da auch recht pudelwohl zu fühlen, sind aber eine große Gefahr für den Menschen. Tja, wie sollte ich mich denn verhalten, wenn ich ein Wildschwein treffe tatsächlich? Diese Frage beantworten wir Ihnen sehr gerne auch noch mal online bei uns auf brisant.de. Können Sie reinklicken bei uns. Bei einer Großrazzia in Berlin und Brandenburg ist der Polizei ein Schlag gegen kriminelle Mitglieder eines bekannten arabischstämmigen Clans und andere Verdächtige aus der Bandenszene gelungen. Zwei Tatverdächtige konnten festgenommen werden. Wir haben darüber auch berichtet. Die Hinweise für die Verhaftungen hatten die Ermittler aus entschlüsselten Daten aus dem Chat der Kriminellen, dem sogenannten Encrochat. Mehr als 66.000 Menschen sind seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland an oder mit dem Coronavirus gestorben. An oder mit verstorben heißt es dann auch immer, weil die genaue Todesursache oft nicht geklärt werden kann. Doch inzwischen ergründen die Pathologen mit ihren Untersuchungen von mehr als 1.000 Corona-Toten hierzulande die genauen Ursachen und Auswirkungen der Krankheit. Wie beispielsweise das Pathologieteam am Augsburger Klinikum mit einem sehr, sehr eindeutigen Ergebnis. Ja, und zu ähnlichen Ergebnissen übrigens kommt auch eine Studie der Uniklinik Hamburg. Wer mit Covid-19 stirbt, stirbt meist eben auch daran. Und wir schauen uns diese Studie zu den einzelnen Todesursachen noch mal online genauer an. Brisant.de bei uns im Netz. Es gibt sie, die seltenen Erfolgsgeschichten in der Corona-Krise durchaus. Und zwar ausgerechnet im Modebusiness. In einem kleinen Modegeschäft in Prien am Chiemsee haben die Eigentümerinnen und ihre Mitarbeiterinnen alle Hände voll zu tun, obwohl ihr Laden seit Dezember eigentlich geschlossen ist. Der Erfolg kam, nachdem die Schwestern ihre Mode selbst in Live-Shows auf Instagram vorgestellt haben. Und wir sind da mal so ein bisschen neugierig geworden. Ein Jahr ist seit dem Anschlag in Hanau vergangen. Zu Ehren der Opfer finden mehrere Gedenkveranstaltungen statt heute. Am 19. Februar hatte ein Hanauer ja 9 Menschen aus rassistischen Motiven getötet. Zuvor hatte der Mann ein Pamphlet und auch Videos mit Verschwörungsmythen und rassistischen Ansichten im Internet veröffentlicht. Viele Betroffene leiden heute noch immer unter diesem Anschlag, wie Ayla, die Schwester des ermordeten Hamza. Und Ayla wird bei der Trauerfeier in Hanau auch auf Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen, der ebenfalls mit so vielen anderen der Opfer gedenkt. Zu unserem nächsten Thema. Erst gestern haben wir über die Briefbombe in der Lidl-Zentrale berichtet. Jetzt gibt es neue erschreckende Erkenntnisse. Unsere Kurzmeldungen. Ein Hollywood-Star, der ganz offen zugibt, meine Kinder nerven mich. Und ein Musiker, der einfach keine Lust mehr hat, auf irgendwann zu warten. Jetzt in Brisant Prominenz. Hugh Grant, wenn der Name fällt, dann denken viele, klar, an die Filme wie Notting Hill zum Beispiel oder Tatsächlich Liebe, an dessen Handlung er sich angeblich gar nicht mehr so genau erinnern konnte, sagte er zumindest mal, schonungslos, offen. Und genau so erleben wir ihn jetzt zusammen mit Drew Barrymore. Es ging um das Familien, mit allem unter anderem, was dazugehört. Homeschooling etwa, um das Glücklichsein, um Trennung und natürlich auch um die Liebe. Das kann man wohl sagen. Ein kleines bisschen Hoffnung hatten ja manche noch, doch die ist jetzt endgültig dahin. Harry und weil die beiden ja wieder Nachwuchs erwarten.
Ja, und welcher Promi sich einen ganz neuen Look zugelegt hat und was sonst noch so los ist bei den Stars, verraten wir Ihnen jetzt in unserem Promi-Netz-Report. Tja, und irgendwann, da sind wir bei diesem Satz, den Sie vielleicht auch kennen. Das mache ich irgendwann mal. Aber wann ist denn irgendwann? Für viele wird es nie etwas. Aber für ihn hier, für Max Giesinger, ist es jetzt. Ja, das ist auch. Irgendwann ist jetzt. So heißt die neue Single von ihm. Und da steckt so einiges drin, kann man sagen. Vor allem jede Menge Optimismus, gerade nach 2020. Und nach ein paar Monaten Ruhe für sich ist Max Giesinger wieder da für seine Fans. So, und jetzt kramen wir mal ein bisschen mit den Schauspielern. Tim, Oliver Schulz und Tobias von Dieken in Kindheitserinnerungen. Was auffällt, die Schauspielerei war bei beiden eher kein Berufswunsch früher. Erzählen Sie uns gleich mehr darüber und auch über Ihren neuen Film. In dem Streifen spielen die beiden junge Väter, die versuchen, die komplizierten Familiensituationen so gut es geht zu meistern. Väter allein zu Hause, heute Abend 20.30 Uhr hier bei uns im Ersten, direkt nach dem ARD Extra. Ja, und dann haben wir noch was aus der Kategorie für Sie. Was? So lange ist das schon her? Die New Angels feiern Jubiläum. Vor 20 Jahren, es Ihnen heute geht. Und was es mit dem Comeback der New Angels so auf sich hat, das erzählen wir Ihnen alles morgen bei Brisant. Lohnt sich auf alle Fälle mit dabei zu sein. Punkt 17.10 Uhr geht's los. Ich würde mich freuen. Bis dahin, Ihnen jetzt noch einen wunderschönen Abend. Machen Sie es gut. Ciao.